Lieber Zwilling, herzlich willkommen zu deinem August-Taroskop. Schauen wir uns hier in diesem Video an, wie sich der August gestalten möchte, was er für dich bereithält. Energetisch, praktisch, zwischenmenschlich. Zu diesem Video wie immer bei mir eine Extended-Version. Den Link dazu findest du hier unterhalb des Videos in der Infobox. Drück drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. Was ist wichtig, auf was ist zu fokussieren oder was ist am besten ganz außer Acht zu lassen? Der Zwilling im August, bitte. Kuhfell. Eine Kuh ausschlaggebend. Sei es als Krafttier, als Energie. Für manche rettet die Kühe. Es fängt schon gut an. Lieber Zwilling, der August ist für dich so ein bisschen auf Standby-Energie. Das bedeutet, du möchtest nach vorne pushen, du möchtest umsetzen, doch irgendwas hält dich ab, energetisch. Du hast, wie ich immer so schön sage, einen Stopp drinnen. Dies kann sich durch Unsicherheit äußern, Motivationslosigkeit, obwohl du möchtest. Sie sagen, die Ausrichtung sollte noch eine andere sein, ausgefeilter sollte sie sein. Ist das, was du möchtest? Stimmt das mit der Stimme deines Herzens überein? Hast du einen Menschen, einen Partner an deiner Seite, der dich voll und ganz unterstützt? Eine Community wird gefunden, wird gegründet. Du bist Mittelpunkt dieser Community. Deine Herzensenergie ist Mittelpunkt. Ein lang vergessenes Thema wird wieder aktuell. Manch ein Zwilling kann ein Armband oder eine Kette verlegen oder verlieren, doch sie wird wiedergefunden, euch wiedergebracht. Die Zweisamkeit wird für dich im August sehr, sehr ausschlaggebend. Next Step, was auch immer das für dich bedeuten mag. Für manche Zwillinge wird auch Thema, dass man sich um irgendeinen sehr wichtigen Menschen sorgt. Dies kann der Partner, die Partnerin sein oder aber auch ein guter Freund. Doch es sind die Sorgen über dich selbst, die du auf diesen Menschen projizierst. Du bist dann nicht im Vertrauen. Eine gemeinsame Reise wird ausschlaggebend. Dort gibt es Überraschungen auf dieser Reise. Auch ein Thema, muss nicht mit dieser Reise zu tun haben, ist Bevormundung. Entweder du wirst bevormundet oder du bevormundest jemanden, ohne es zu merken. Emotionale Intelligenz ist gefragt. Zwei Augen.
Also ein Augenpaar, beziehungsweise zwei Lichter. Es geht definitiv im August um das Zwischenmenschliche bei dir, die Liebe, Partnerschaft, Freundschaft, Familie, was auch immer. Du hast jemanden auserkoren. Von wem wirst du auserkoren? Worte der Liebe. Werden an dich gerichtet und das kann dich sehr erstaunen. Eine Mutter, sei sie noch physisch anwesend oder schon im Jenseits, wird auch Worte der Liebe an dich richten oder dir ein Gefühl vermitteln. Und es ist, als würdest du, ganz egal, ob du weiblich oder männlich bist, lieber Zwilling, als würdest du bezüglich Partnerschaften irgendetwas deiner Mutter gleich tun oder nicht gleich tun wollen. Also da gibt es eine Erkenntnis. Auch deine Unnahbarkeit als Freigeist, lieber Zwilling. Du bist der schöne Schmetterling, der von Blume zu Blume flattert. Doch jetzt kommt jemand mit einem Kescher und whoop, fängt dich ein, fängt dein Herz ein. Auch darfst du eine Gabe in dir erkennen, die mit der Kommunikation zu tun hat, mit irgendeiner Wortwahl, dich zu öffnen, deine Worte aus dir rausfließen zu lassen, sei es in geschriebener Form oder in verbaler Form. Kann auch durchaus sein, dass man das Melodische beginnt, also das Musikalische, das Singen. Sie sagen, ein künstlerischer Aspekt möchte aus dir herausfließen dürfen und es ist wichtig, dass du es erlaubst, dass du es dir selbst erlaubst, denn genau dieser Prozess des Herausfließens lassen, sie sagen, du wirst, oh, jetzt schauert es mich ganz, du wirst so inspiriert werden von allem, was ist, nicht zu guter Letzt von der Melodie der Sterne, dass du gar nicht anders kannst, als in die Handlung zu kommen. Das macht dich auch weicher, sanftmütiger in gewissen Aspekten des Lebens gegenüber, was sehr, sehr gut ist, denn einige Dinge wirst du dann nicht mehr ganz so ernst und ernsthaft betrachten. Mehr Sanftheit darf kommen im August. Die Hauptenergie, die dir zur Verfügung steht, Aquarelle auch für manche ausschlaggebend, Aquarellfarben, Aquarellzeichnungen. Ja, schau an. Wir haben hier zwei Spitzen, zwei Bergspitzen. Eins auf der Erde, eins auf dem Wasser. Gut möglich, dass du mit einem Krebsen verbunden bist, das wegen der Karte.
Doch, wie gesagt, es ist eine Kollektivlegung, möchte ich immer wieder betonen. Nimm sie nicht persönlich, nimm dir das raus, die Inputs raus, die dir weiterhelfen, dein Bewusstsein zu erweitern. Sie sagen, eine Form, eine Wahlform, also vom Tier, eine Wahlform kommt auf dich zu. In dieser Form erkennst du viele Dinge, die andere nicht erkennen. Du kannst dahinter blicken, was auch immer das für dich bedeutet. Gut möglich auch, dass eine Figur in Form eines Wales zu dir gelangt oder dir, egal auf welchem Wege, oder dir geschenkt wird von jemandem. Du weißt nicht, inwiefern du vertrauen kannst. Du weißt nicht, inwiefern du dich einlassen kannst. Und du hinterfragst das große Geheimnis des Lebens. Wow. Etwas ist für dich noch inkomplett. Nicht komplett. Etwas fühlt sich noch nicht rund an für dich. Gut möglich, dass das in der Liebe ist. Entschuldigt bitte, immer wenn ich so plötzlich gehen muss, sind es Blockadenlösungen und jetzt werde ich auch irrsinnig müde. Also gut möglich, dass du etwas erkennen darfst, etwas zu deiner Heilung beiträgt. Die 10 Fragezeichen bezüglich des Zwischenmenschlichen. Du würdest gerne das Gefühl haben, ein Nest ganz für dich, für euch zu haben. Einige von euch beschließen auch, ein Haus zu bauen oder eine gemeinsame Wohnung zu kaufen, ein Haus zu kaufen, was auch immer. Wisse, dass für dich im August möglich ist, eine Antwort zu finden, auf das sich ein Kreis schließt. Du kannst ein Thema komplett ad acta legen. Umso mehr du die Worte aus dir herausfließen lässt, umso mehr du klare Kommunikation, nicht ganz unwesentlich, vor allem zu dir selbst betreibst, umso klarer, umso schneller kannst du ad acta legen. Sie sagen, maximal 5 Zwillinge da draußen beschäftigen sich von Berufswegen oder hobbymäßig mit den Polen oder dem Polsprung. Ihr stellt einiges in Frage. Einige von euch, vor allem falls ein Zwilling ist, der Geologe ist, der mir hier zusieht, es wird irgendein Gestein gefunden, was euch noch unbekannt ist. Es ist ein sehr seltsamer oder seltener Fund. Das kann ich jetzt gerade nicht gut unterscheiden, was Sie da sagen. Es ist ein fast durchsichtiges Gestein mit irgendwelchen Malen drin. Kann sogar ein Symbolzeichen darauf eingeritzt sein oder in diesem Gestein eingeschlossen sein. Gut, weiter geht's. Schauen wir uns das nächste Deck an. Lieber Zwilling, der August wird gut für dich, doch sie sagen, wähle weise, wähle ganz weise. Summertime, Partytime, ja, doch, es ist nicht so wie die anderen Jahre bei dir. Du bist sehr beobachtend. Und warum? Weil du dahinter siehst. Es ist, als hättest du wie hier das Diadem der Weisheit aufgesetzt bekommen. Du weißt, dass diese Aufgabe, die dir da bevorsteht, diese Entscheidung, verlangt von dir sehr viel Souveränität, sehr viel Autorität.
gut möglich, dass einige auch nicht damit einverstanden sind. Doch es geht darum, das zu tun, was deinem, einzig und allein deinem Herzen gut tut. Nicht dem Ego, dem Herzen. Du bist im August sehr, sehr lösungsorientiert. Und wie wunderbar, aus dem, was du jetzt noch nicht erkennst, für dich das ewige Rätsel des Lebens ist, du bekommst die Antwort. Du bist sehr, sehr abenteuerlustig. Gott sei Dank im August, denn es gibt da ein Thema, das wirklich von dir zerpflückt und entdeckt werden möchte. Durch das, was du ad acta legst, handelst du sehr selbstbestimmt und sehr selbstbestimmt geht es weiter. Auch wenn du nicht weißt, was jetzt die Zukunft wirklich bringt, Vorsicht vor Sturheit, sagen sie, vor allem für die Zwillinge, die, lustig ausgedrückt, auf Teufel komm raus, irgendeine Sicherheit in der Liebe wollen, auf Teufel komm raus heiraten wollen, auf Teufel komm raus einen zu ihren Gunsten Ehevertrag haben wollen, irgend so etwas. Sie sagen, das ist nicht das autoritäre Verhalten. Dass man von dir gewohnt ist. Keine Ahnung. Es hat auch sehr viel bei dir mit Status zu tun. Doch, lieber Zwilling, denk gut nach, denn Status natürlich in unserer Gesellschaft kann man sich einen Status ganz wunderbar erkaufen, ergattern. Doch der wahre Status ist der, den du dir selbst gibst. Und darum geht es hier jetzt im August. Klare Worte aus dir rausfließen lassen, die absolute Inspiration für die perfekte Kreation zu bekommen, empfangen zu dürfen. Und das ist dein Status. Nicht, ob du irgendeinen Ring am Finger hast, tot Kohle auf dem Bankkonto hast oder irgendeinen Titel. Nein, das, was du für dich selbst bist, was du von dir selbst denkst. Das ist der wahre Status. Es, wow, es wird dive deep. Ah, geil, es wird tief. Es wird tief hier mit den Botschaften. Ich freue mich, was im Extended rauskommt. Wir machen weiter mit dem Tarot und gehen mehr ins Detail. Jedenfalls 4 Möglichkeiten. Eine ist die richtige. Und um diese richtige herauszufinden, musst du deinen Status erkennen. Bis gleich, lieber Zwilling, im Extended. Ich freue mich auf dich. Ciao.